Hallöchen alle zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, hier hat's geendet und hier geht's auch weiter. Und du da ganz hinten, ja, du kannst auch ein bisschen vorrutschen. Und dann kannst du auch viel besser sehen. So, durchsucht hatte ich schon alles, ein paar Sachen hatte ich abgelegt, mein Gewicht ist in Ordnung. Hier habe ich auch reingeguckt, da ist auch alles schön, also ich kann da nicht reinklettern oder ähnliches. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding hier ist noch nicht erledigt. Mal gucken, also irgendwas scheint hier noch zu fehlen, glaube ich. Glaube ich, naja, ob das so stimmt. Ah, ja. Da liegt noch ein kaputter Pfeil. That'll come in handy. Ja, okay. Habe ich jetzt wahrscheinlich wieder zu viel. Naja. Ich sollte auf jeden Fall noch den Bogen ablegen, den ich hier gefunden hatte. Getrocknetes Leder. Komm, nehme ich einfach mal mit. Ja. So. Also, Karte auf. Mal gucken. Also, Schwarzfels, Gerüchte. Gut, habe ich doch gelesen. Also eigentlich müsste das hier erledigt sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Wir gucken nochmal. So, ah nee, halt, Quatsch, Aufgaben. So, nein, Orte, Wien jetzt. Ah! Da. So, die Zünder, ja, das ist meine aktuelle Aufgabe, genau. Schwarzfels Spinde. Gut, habe ich irgendwie nicht alle Spinde bisher gefunden. Dunkler Stern, was auch immer, was habe ich denn da? Suche in und um Schwarzfels herum nach blutverschmierten Seiten. 2 von 4 erst. Naja, die anderen kommen bestimmt noch. Schwarzfels Gerüchte 0. Aha. Sicherheitsmemos, die über ungewöhnliche Aktivitäten in der Region Schwarzfels berichten. Es wurde eine verdächtige Person gesichtet. Suche in der alten Hütte nach Hinweisen. Hab ich doch. Ein aggressiver Wolf treibt sich in der Gegend sein Unwesen. Finde die Höhle des aggressiven Wolfs. Untersuche die in verschiedenen Memos erwähnten Gerüchte rund um Schwarzfels. Soll ich jetzt ein Gold suchen? So ein Quatsch. So ein Schmarrn. Ich mache ja eine ganze Menge, aber irgendwie Prolog. Mackenzie nutzt die Chance, um von Mathis zu fliehen. Ja, okay, habe ich soweit alles erledigt. Aber die Spinde, okay. Moment. Spinde 2. Dunkler Stern. Ja, super. Was soll ich denn da suchen? Was auf meinem Weg liegt, nehme ich mit. Karte anzeigen. Oh, witzig. Aber das hier habe ich doch. Also scheinbar ja nicht. Okay. Ist jetzt die Frage, was soll ich denn jetzt hier noch finden? Ich hab doch hier alles gefunden. Ja, die Zeitung ist eine Zeitung. Zeitungspapier, toll. Ansonsten... Ja, Antibiotika werde ich aber kaum mitnehmen müssen, damit es funktioniert. Liegt hier noch was? Nein. Auch nicht. Ja, eigentlich habe ich doch hier alles... gefunden. Drunter ist auch nichts. Kann ich hier irgendwie den Teppich wegnehmen? Nö. Nein, brauche ich auch nicht. Tja, dann weiß ich nicht, was ich hier noch machen soll. Fenster auf und zu oder was? Nee, bestimmt nicht. Joa, außer Spesen nichts gewesen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe hier eigentlich soweit... alles durch. Ich habe alles durchsucht. Ich habe den Beweis. Ihr könnt die letzte Folge euch nochmal ansehen. Ich habe alles gemacht. Wird das bestimmt nur falsch angezeigt. Das ist bestimmt ein Kiesel, oder? Ja, klar. So, okay. Weiter geht's. Dann wollen wir mal zusehen. Das war zusehen hier. Ja, ich glaube, der Weg ist gut. Den nehme ich. Jupp. Also, Moment. War das auch die richtige Richtung? Keine Ahnung. Haben wir gleich. Ja, ist ja gut. Ey. Alter, du willst mich nicht angreifen, oder? Nein, das willst du nicht. Siehst du? Geht doch. Uff. Ach schön, jetzt muss ich auch noch tatsächlich auf ein Tier schießen. An dem Felsen komme ich nicht dran vorbei, glaube ich. Außer ich gehe in die Richtung. So, scheint mir so. Ich hätte ja gerne abgekürzt, aber naja, wenn es nicht geht. Was soll ich machen?
Boah, ist hier noch gleich der Weg, oder? Ja, ich bin ja im Sturm gewesen. Das heißt, ich habe nicht viel gesehen. Deswegen also keine Ahnung, wo jetzt der Weg genau ist. Aber dann müsste ich hier gleich kommen. Und da ist er doch. Genau. Hervorragend. So, komm. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Tja, mit diesen Gerüchten da, keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat, weil gelesen habe ich es. Normalerweise, wenn ich es gelesen habe, also gefunden und gelesen, dann müsste eigentlich abgehakt sein. Ist es aber nicht. Merkwürdig. Mount Jay, cool. Ja, ja, ja. Lauf, lauf, lauf. Einfach laufen. Mann, ist das noch weit, oder? Oh ja, das ist weit. Weit, weit weg. Junge, 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 da habe ich aber einiges hier noch zurückzulegen. Ich würde sagen, solange nichts weiter Aufregendes ist, kürze ich ein wenig ab das Ganze. Damit es ein wenig schneller geht. Und wenn was Aufregendes sein sollte, sind wir natürlich direkt mit dabei. Also, auf geht's. Moment. Kann ich da vielleicht abkürzen? Oh nein, nicht doch. Im Sturm. Komm schon. Wo ist der nächste? Da. So. Zwei Schuss habe ich noch. Ah, ich denke mal. Jawohl, hat gereicht. Perfekt. Schön nach dir, Junge. Okay, jetzt aber. Also, auf einen neuen Versuch. Los, los, los. Vielleicht eine Höhle ist? Ich glaube, da gucke ich mir das mal an. Ich glaube, das gucken wir uns jetzt hier mal an. Bist ewig nur kaputt. Voll der kaputte Typ. Ja, nee, also irgendwie. Nö. Das kann es nicht sein. Das führt mich wieder dahin zurück, wo ich eben gewesen bin, glaube ich. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Also, weiter geht's. Das da oben sieht aus, als ob da eine Höhle sein könnte. Na, schauen wir mal. Ah, ihr habt gut springen. Ihr seid echt viel besser dran. Ihr habt vier. Oh, vier Hufantrieb. Naja, mal gucken. Okay, also doch nicht. Falscher Alarm. Weiter geht's. Ja, wie ihr seht, ich habe schon angefangen hier Äste zu sammeln und so weiter, weil so wie es aussieht, werde ich hier irgendwo übernachten müssen. Weil kaputt ist er ja sowieso. Und ja, wie soll ich sagen? Über die Nacht kommen möchte ich natürlich auch. Das war schon schön. Also momentan sind es noch rund 12 Stunden, bis hier die Sonne wieder aufgeht. Also mit anderen Worten, oh, 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 oh. Die möchte ich doch lieber mit Schlafen zubringen, als dass ich hier durch die Gegend laufe. Schade. Ja, aber solange es noch hell ist, laufe ich erstmal. Ja, komm, lauf, lauf. Okay, also weiter geht's.
gut. Dann wollen wir uns mal hier der Wölfe entledigen. Wo, wo, wo? Aha. Fast geschafft, fast geschafft. Feels like night is coming. You could just lay down. Have a little sleep. Ja, jetzt werden ich mit der von den Wölfen angegriffen werde. Oh, es war ein Schläfchen machen, alles ist in Ordnung. Wap. So. 15 Schützen nur noch, verdammt nochmal. Ja, das fängt an zu stürmen. Ich brauche irgendwas, wo ich pennen kann. Ich meine, schlafen. Irgendwas, wo ich schlafen kann, wäre schön. Tja. Das gute Rad war ja jetzt hier. Auf jeden Fall fängt es wieder an zu stürmen. Ja, ja, ist ja gut. So, will ich mal hoffen, dass ich hier nirgendwo erfriere. Wie sieht das aus hier? Feuer, kriege ich irgendwo was an? Bisschen windgeschützt. Bisschen windgeschützt ist das hier nicht. Nee. Aber ja, noch ein bisschen. Ja, bitte. Bin mir nicht sicher. Ich glaube. Ich müsste mir hier auch einen Unterschlupf bauen können. Eigentlich schon. Eine Schneehütte, was brauche ich denn dafür? Schön, dass du mir nicht anzeigst. Was ist da los? Was brauche ich denn dafür? Los, zeig's mir. 15 Stöcke und 5 Stoff. Ja, und wie viel davon habe ich jetzt? 15 Stöcke. Oh Mann. Hier vielleicht ein bisschen windgeschützt. Könnte funktionieren. So. Das wäre ja schon. Ja, das. Ja, doch, 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 doch. Also. Ich glaube, das funktioniert. So, Kohle als erstes, würde ich sagen. Zedernholz. 8, 9, komm, 10. Ach, 11 geht auch noch. Ja. Okay. So, jetzt noch den Schlafsack raus. Schlafsack. Wo bist du? Ja. So, verwenden. Ja, das ist wohl unklug. Und Druck ist, glaube ich, jetzt hier. Ah, okay. So, was hatte ich gesagt? Ja, 11 Stunden nehme ich auch. Jupp. So, auf geht's. Hauptsache der Sturm ist dann auch zu Ende. Nein, natürlich nicht. Und es ist noch immer dunkel. Und das Feuer ist aus. So, komm. Feuer. Feuer machen. Feuer. Oh ja. Hallo? Grundchance im Feuer machen 55, Brennzeit 19 Minuten, Erfolgschance 100%. Ja, und warum tust du es nicht? Hier ist es zu windig. Ach so. Und dann ist es hier zu windig. Interessant. So, wie spät haben wir es? Oh, ich habe auch nicht lange geschlafen. Das waren keine 11 Stunden. Das waren absolut keine 11 Stunden. Davon haben wir ein paar. Oh Mann. Na egal, dann muss ich halt so weiter. Dann ist mir halt kalt. Na und? Und den richtigen Weg nehme ich doch gerade, oder? Ja. Mal gucken, vielleicht finde ich ja hier auch die. Dann sag schon. Die geheimen Orte, das wäre ja nicht schlecht. Obwohl, das sollte ich lieber am Tage machen. Suchen bedeutet natürlich auch immer, dass ich was sehen muss. Ja, besser. Dann würde ich sagen, jetzt, ja. Also, wenn nichts weiter vorfällt, dann bis gleich zur Mine, würde ich sagen.
So wie es aussieht, bin ich da. So wie es aussieht, bin ich da. Aber ich glaube, die Jungs sollten irgendwie verschwinden. Komm, mach die weg hier. Die wollen gar nichts von mir. Okay. Na gut. Ja, tragen bitte. Wer steht da rum? Was ist mit dir los? 44% gefroren. Okay, nur vor zum Umfallen. Ah, Moment, bin ich hier richtig? Ja, alles klar. Okay, Mann, ist das ein Sturm. Ach, das ist ein Spaß, hier lang zu latschen. Ah, es wird mich jetzt zur Seite hier. Ein bisschen aufpassen muss ich. Fast geschafft, fast geschafft. Und in der Mine sollte es nicht unbedingt kuschelig warm sein, aber zumindest nicht mehr kalt. Das wäre echt cool. Also nicht cool, sondern hot. Eigentlich wäre das hot. So, hier sind Gleise. Folgen wir mal den Gleisen, das sollte ja funktionieren. Ja, schon nicht so schlecht. Lore, dann ist doch der Eingang hier irgendwo. Ja, du musst deine Augen zumachen, ja, sobald wir drinnen sind. Sobald wir irgendwo drinnen sind, wo wir sicher sind. Sofort, gar kein Problem. Okay, da muss ich also rein. Okay. Aber wie? Wie komme ich da jetzt rein? Verdammt. Verdammte Untat. Wie soll ich da rein? Hier rüber? Ja. Komm schon. Das ist doch... Muss doch irgendwie einen anderen Mineingang geben. Das ist doch kein Mineingang. Oh, eine Hütte. Dann ist das doch der Eingang. Ja! Bin mir ziemlich sicher. Zur Mine! Na also. Puh, doch noch geschafft. Nicht schlecht. Zum Aufzug. Okay. Stoff. Stoff, Stoff. Für den Fall der Fälle. Finde die Zünder. Oh, cool. Sehr gut. Ah, hier liegt ja auch noch jede Menge Zeugs rum. Sehr schön. Nein. Lass mir mal so viel ist drin. Ja. Okay, wenn die leer ist, kann ich sie wegschmeißen. Achso, nee, hatte ich ja schon. Kommt zur Sicherheit nehme ich mit. Ja. Nein, die Kiste brauche ich nicht. Und die Fackel haue ich weg. Dann nehme ich doch lieber... Naja, irgendeine von beiden. Ist ja egal. Okay, gut. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ein Hörer. Interessant. Mal gucken, ob wir gleich wieder einen Anruf kriegen. Welche Richtung gehe ich? Erstmal hier, würde ich sagen, ja. Die letzte Mine war nicht so schön, muss ich sagen. Das hat ganz schön gedauert, bis ich da durch war. Muss aber auch Ende Kapitel 2 gewesen sein. Ja, aua, aua. Ist gut. So, was haben wir? Ein einfaches Werkzeug brauche ich nicht. 81%. Nein. Nehme ich den jetzt mit? Ja, nein, vielleicht. Tja. Halte nach Hinweisen Ausschau, um das verschlossene Versteck zu öffnen. Ja, okay, ich halte. Ich halte. Und ich halte immer noch. Okay, da komme ich so also nicht rein. Bin ich hier? Achso, da bin ich reingekommen, richtig. Da war ich eben gerade. Dann versuche es mal da lang. So, warum nicht? Ja. Hier geht's zum Aufzug. Wie schön. Ah Mann, du bist immer so kaputt. Wie wär's, wenn ich jetzt mal eine Runde schlafe? Ja. Hier kann ich eine Runde schlafen, ohne dass mir was passiert. So machen wir das. So, verwenden. Wenn ich verwenden kann. Ja.
8 Stunden, klar. Warum nicht? Ich hoffe, dann bist du endlich mal ausgeruht. Und nicht verhungert jetzt. Oh nein. Da hätte ich lieber erst drauf gucken sollen, glaube ich. Ah, ja, gerade noch. So, ein Dösli. Ja, Essen ist wichtig, trinken aber auch. Das bisschen, was ich in der Lampe drin hatte, ist natürlich jetzt auch leer. Wie geil ist das denn? Egal. Haben wir gleich. Gleich wird es wieder hell. Keine Sorge. Jay kümmert sich. Nur Mackenzie ist ein bisschen langsamer. So. Eine Chipstüte. Ja, okay, ich krieg wieder Durst. Ja, ich habe verstanden. Okay. Ach ja. Lampe auffüllen. Wo ist die Lampe? Ne, ich nehme erst die andere, genau. Die hier. Die machen wir erst leer. Verwenden. Und los geht's. Nein. Nein! Ah, verdammt. Sorry. Mein Fehler. Dazu Blut war die Laterne noch nicht an. Sollte länger wie 8 Stunden schlafen. So, jetzt. Ich sollte nicht auf den Schlafsack zeigen, dann funktioniert das sogar. Aufheben. Okay, weiter. Ja. Nicht zusammenbrechen hier. Wäre voll und cool. Okay. Ah, freezing water. Was? Wo war es? Ach so. Oh. Na super. Na, ganz toll. Ah, nochmal Kohle. Als ich noch ein Feuer machen muss. Jo. Oh, große Kohle. Nee, doch nicht. Na, Hauptsache, ich finde hier wieder zurück. Also, wieder raus. Wie auch immer, naja. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ist ja nun nicht so. Nochmal Kohle? Ja. Ist ja. Ui. Exit. Ja, okay. Schilder haben wir da. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, ich kenne mich hier aus. Im Gegenteil. Wenn hier die Schilder nicht sagen, wo ich lang muss, dann habe ich ein echtes Problem. Orientierung, ja. Aber irgendwo. Aber irgendwo habe ich dann auch das Problem so von wegen, ja, wo muss ich wohl lang? Scheiße, ich habe doch ein Brecheisen dabei, verdammt. Tja, wie kriege ich das Ding auf? Weg zum Mineingang, das ist gut. So, auf jeden Fall war das jetzt hier schon mal die falsche Abbiegung. Ich mach schon, ich brauche hier unfassbar viel Lampenöl. Naja. Wird schon werden. Bin mir beinahe sicher. Aber was ich auch merke ist, die Zeit drängt. Wir haben doch keine Zeit. Kommt schon. Ah, noch mehr Kohle. Ist da noch was drin? Nö, nichts zu sehen. So, lauf. Lauf, Jay, lauf. Moment. Hä? Nee, alles klar. Da war nix. Und ja, bleibt nur noch der andere Weg hier. Ich hoffe, das ist so halbwegs sicher. Ist ja nicht immer gegeben, dass das auch sicher ist. Kabel. Da habe ich schlechte Erinnerungen dran. Kabel und Wasser. Keine schöne Sache. Okay. Ja, ist ja gut. Ich da lang oder gleich da lang? Oder gleich da lang? Ach du Schande. Da klebt ein Zettel. Den möchte ich lesen. Sicherheitshinweis der Mine. Warnung. Aufgrund von neuerlichen Finanzierungsengpässen
mussten wir früher als erwartet zusätzliche Sprengungen auf Ebene 2 durchführen. Wir sind uns bewusst, dass sich das auf die Überwachung der Luftqualität in den unteren Ebenen auswirken kann. Wir bitten daher alle, die offiziellen Richtlinien bei Arbeiten in Bereichen zu beachten, in denen giftige Dämpfe vorherrschen könnten. Aha, könnten, Ich kenne euch Jungs doch. Da ist garantiert irgendwas Giftiges. Okay. Okay. Ist da auch noch ein Zettel? Nee. Aber hier ist doch bestimmt... Ja, das sieht doch aus wie... Das werde ich wohl schon nicht gebrauchen. Was haben wir denn hier? Waldflüstererbrief. Ist der Blut verschmiert? Nö. So, Text lesen. Waldflüstererbrief. Wir haben endlich die Mine erreicht und das Vorratsversteck gefunden. Wenn die letzte Übertragung stimmt, könnte das genau das sein, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Wir wissen, dass 18 die erste Zahl in der Schlosskombination ist. Jetzt muss ich nur noch die anderen beiden finden. Es muss hier noch mehr Hinweise geben. Die Dunkelheit hier drin ist ganz schön unheimlich. Ich hasse sie, aber ich muss tiefer rein. Okay. Zahlenkombination 18, 18, 18. Mit 18 fängt es an. Das ist doch schon mal ein super geiler Hinweis. 18 merken. Wonder if this is any good to eat. Nee, brauche ich nicht. Nee. Nee. Nein. Nee, auch nicht. Und Wasser könnte hilfreich sein. Und nee. 72%. Nee, den lasse ich auch hier. Oh. Stoff, nö. Lampenöl. Erste Hilfe-Set. Na, gucken wir mal rein. Oh, cool. Ja, Notfallspritze. Die sind geil. Die sind richtig cool. Okay, Leute, ich würde sagen, ich habe jetzt natürlich nicht die gesamte Mine durch. Ich habe natürlich die Zünder noch nicht gefunden. Es wird noch eine Weile dauern, nehme ich an. Und das Ganze machen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.